Ja, hallo und willkommen zurück, liebe Abzocker und Abzockerinnen, zur 81. Folge von Let's Play Elex 2. Wir sind hier letzte Folge etwas durch die Pampa gelaufen und haben einfach jede Menge Viecher platt gemacht. Ich mit meinem lieben Kollegen, dem Bulli hier. Und ja, haben hier den Konverter bestiegen und eine tolle Waffe gefunden für Energiezellen. Echt guter Schaden, die kann ich nur leider bei weitem nicht verwenden, geschicklichkeitsmäßig. Aber wer weiß, vielleicht wird das noch. Und wenn nicht, ist es mir auch egal. Ich hau eh lieber drauf. So. Bin allerdings wieder voll vom Weg abgekommen. Eigentlich wollte ich ganz woanders hin. Aber hier haben wir noch einen Zyklopen vermöbelt und einige Scheusale. Was uns natürlich ganz hervorragende Trankzutaten beschert hat. Und naja, ich dachte eigentlich, dass es hier irgendwo reingehen müsste, auch in diesen Konverter, aber ich bin da mal rumgelaufen und habe irgendwie nirgends einen Eingang gesehen. Jetzt schaue ich einmal noch rundherum. Wobei ich denke, dass das schlechte Aussichten auf Erfolg haben wird, nachdem ich es ja schon mal gemacht habe. Meine Güte. Aber Versuch macht klug. Ja, hier sind wir wieder. Doof, doof, doof. Kann man nichts machen. Jetzt schauen wir. Eigentlich wollte ich da, wo war das hier irgendwo? War ein Turm, auf den ich hoch wollte. Da drüben ist auch der schiefe Turm von Magalan. Das ist zwar nicht der, auf den ich rauf wollte, aber da können wir ja auch mal raufschauen. Nischwa. Hier haben wir eine sympathische Fleischgrille am Start. Das ist natürlich immer ganz hervorragend. Meine allerliebsten Lieblingsviecher. Der Bulli meint, was sollen diese riesen Suppenschüsseln hier? Und ich weiß es auch nicht. Na komm her. Sehr schön, sehr schön. Da unten liegt was. Ach. Und da läuft auch noch was. Die hauen ja leider sehr ordentlich rein. Aber wir mittlerweile ja auch. Reiß dich zusammen, Junge! Tu mir nicht weh! Greif lieber den Bulli an! Ja, gut. Da. Ja, beachtliche Schlagkraft hat der Gutste hier und schaut auch so sympathisch aus. Das mögen wir schon so gerne.
So. Wieso ist da drüben was gepult, das so weit weg ist? Das ist sogar da oben. Ist, kämpft da wer damit, oder wie? Ach ja. Wer ist denn das? Ein Bandit! Och, nicht nur einer. Okay, schnell trinken hier. Wow! Verdammt, das war jetzt weniger toll. Aber gut, was will man machen? Laden, das will man da machen. Verdammt. Ja, doof, doof, doof. Wir müssen diese bescheuerten Banditen gleich wieder Stress machen. Nee, was macht er denn, Junge? Stirb halt einfach. Ach nee, jetzt fällt er da runter. Okay, und hier haben wir die dämliche Echse. Du kannst auch herkommen. Die fliegt auch gleich runter. Hervorragend. Na gut. Dann werden wir dort wohl nachspringen müssen. Was ist denn das hier für eine Haridium-Ader? Haridium! Anfangs dachte ich ja eigentlich, dass das Bergbauen hier eine Spitzenfähigkeit ist, wobei mittlerweile bin ich davon gar nicht mehr so überzeugt. Für die paar Upgrades, die ich jetzt da an den Waffen gemacht habe mit den Materialien. Ja, wäre das gar nicht nötig gewesen. Da hätte ich die auch locker gefunden oder kaufen können. Habe ich so den Eindruck. Ja, eigentlich zahlt sich's ausschließlich für die Elex-Vorkommen aus. Da hat man dann wenigstens ein paar Elex mehr zum Tränkebrauen. Ach, das ging ja gut. Hervorragend! Für sie immer noch hervorragend. Mhm. Da war noch so ein Flugvieh, aber das ist mir jetzt eigentlich egal. Da oben schaue ich noch schnell, ob da irgendwas rumliegt. Jawohl. Haben wir ja schon hier. Gut, da ist einer runtergeflogen. Dem springen wir gleich nach. Oh, da liegt er doch. Der kleine liebe Junge. Und das dämliche Flugvieh ist da hinten abgestürzt. Jawohl. Okay, und eigentlich wollte ich ja zu dem Turm da. Der ursprüngliche ist mir schon längst aus dem Blickfeld geraten.
vorne rennt schon wieder so ein fettes Teil rum. Oh. Moment mal, ist hier irgendwo eine Plattform zum drauffliegen? Ist das da oben echt die erste? Da werde ich schon hinkommen, oder? Hoffentlich. Vielleicht eher da unten, da sind wir. Jawohl. Ah, sieht ja nicht sehr vielversprechend aus hier. Nein, nein, nein. Aber den Rest fliegen wir auch noch hoch. Ja, das hat sich ja mal nicht ausgezahlt. Aber gut. Da unten haben wir noch so einen Dicken und einen Raptor. Die holen wir uns gleich. Mal schauen, ist hier in der Schlucht was? Ist da was? Ist da was? Nichts, das ich sehen würde. Gut. Hallo, mein Freund. Oh. Nicht davonlaufen jetzt hier. Kleiner Spinner. Was? Der gibt aber richtig Gummi hier. Was zur Hölle? Komm her. Den letzten Schlag haut er noch voll ab hier. Aha, da haben wir die zwei, die zwei, die zwei. Sehr gut, sehr gut. Ah, Tresor. Naja, schon langsam wird's dunkel. Ich sollte bald schlafen, bevor ich hier nichts mehr sehe, verdammt. Aber gut. Na gut. Na ja, sagt's auch. Na gut. Okay, nur der Vierer. Aha, okay, das ist es nicht. Dann probieren wir. Okay, das ist es auch nicht. Okay. Geht doch. Ja, geh doch. Ich habe immer noch keinen größeren Stein gefunden. Alle nur klein. Sehr seltsam, sehr seltsam. Aber gut. Ist nun mal so. Okay. Wo wollte ich hin, verdammt? Keine Ahnung. Oben ist noch so ein Flugvieh. Aber ich glaube, wir werden jetzt einfach mal schlafen gehen. Ah, da hinten liegt noch was. So viel Zeit muss sein. Gut, da bin ich ja hergekommen, da war dieser
Ach, und ich glaube, das war der Turm, auf den ich ursprünglich mal hoch wollte. Na gut, dann rennen wir da doch nochmal in die Richtung. Das ist ja wieder so ein Wüstengebiet, da war das ja. Ja, da war das, ne? So, hat der mich jetzt gesehen hier, der Flugtyp? Hervorragend. So, immer her mit dem ganzen Krempel. Okay. Armbrust hier. Und ein paar Bolzen. Okay, und ganz oben. Nichts mehr. Na gut, na gut. So sieht's wohl aus. Okay, aber das war's. Wo ich ursprünglich raufklettern wollte, da unten rennt noch eine Fleischgrille, eine liebreizende durch die Gegend. Ah ne, ein Ripper. Mach dich bereit! Alter! Jetzt haben wir hier oben irgendwas. Was? Irgendwas? Hier oben? Oder nicht? Ah, noch ein Ripper. Achtung! Ach. Dämliche Verlangsamung, sag mal. Das geht ja mal gar nicht. Sagt der Ripper, doch, das geht, doch, das geht. Riesenschweinerei. Na gut, jetzt haben wir aber dann genug von der Pumper Tour 2022. Ab zum Schlafgemach. Auf zum Atem, auf zum Atom. Wenn ihr wisst, was ich meine. Na gut. Ja, schlaf mal in der Bastion. Und ich denke, dann werden wir mal mit dem Bulli hier. Ah, mein Kopf. Ah, den Auftrag verdammte erledigen. Infektion. Die verdammte Infektion. Aha, Langstreckenflieger. Sehr schön, sehr schön.
Machen wir uns hier noch mal ein paar Batzen Fleisch. Oder ja, doof, dass ich hier nicht irgendein Rezept habe, das einfach nur schön viele Lebenspunkte gibt. Resistenz Feuer. Machen wir mal ein paar hier von Knoblauch und Frostpilze. Ja. Die dicke Gummisuppe hier. Kaugummi. Ja, schwarzgebrannter braucht man schon für viele Tränke auch. Ach ja, die deftige Kartoffelpfanne. Aber da braucht man so viel Kartoffeln, dass man immer kaum welche zubereiten kann. Und hier bräuchte man auch Kartoffeln. Ein paar Mal Chili. Wobei, das braucht auch schwarzgebrannten. Nee. Nee. Mach mal nicht. Rohes Fleisch. Schön, 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 schön. So soll das sein hier. So soll das sein. Gut, dann glaube ich, wie gesagt, machen wir uns hier... Mein Kopf! Aua! Mit dem Kollegen auf. Diese Scheißinfektion. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Zur nächsten Aufgabe. Geht gerade nicht, vielleicht später. Nee, okay. Okay. Gehen wir zu deinem nächsten Auftrag. Wer ist es? Das erkläre ich dir unterwegs. Komm schon, wir müssen los. Hier irgendwo muss er sein. Wen suchen wir genau? Ich soll hier einen Morkon aufspüren, der angeblich an eine Menge Metallzeugs aus der Grotte herankommt. Aber komm, wir suchen erst einmal den Kerl aus dem Hauptquartier der Morkons, bevor wir unsere Zeit verplempern. Wo habe ich das schon mal gesehen? Also dann. Okay, okay, okay. Sachen rum. Sehr schön. Ich habe mich schon oft gefragt, was das für Dinger sind. Was meinst du? Na, diese riesigen Kisten mit Rädern drunter. Wer soll denn solche Karren ziehen können? Seine Kommentare sind ja erfrischend. Zu den Relikten der alten Welt. Hat der Duke im Krater nicht schon genug Schrott? Es geht hier um stabile Gestänge und starke Metallplatten, um das Gelände um den Kern unserer Stadt zu verstärken. Ach ja. Ich nehme an, du bist der Kerl, den ich hier treffen soll. Das bin ich. Auch gut. Also, eins schon mal vorweg. Es gibt da ein paar Komplikationen. Oh je. Yeah. Ach ja? Wie überraschend. Was heißt das genau? Die Ware liegt zur Abholung bereit. Ein Haufen Metallplatten und genug Befestigungsmaterial, um daraus eine stabile Palisade zu fertigen. Es gibt da nur ein kleines Problemchen. Na was? Der Kram liegt noch in der Nähe des Stationsbezirks, direkt am Eingang der Grotte. Du willst uns doch verarschen. Das heißt, dass man in den Eingangsbereich der Grotte schleichen muss und mit tonnenschweren Stahlträgern und Metallplatten wieder rauskommen müsste. Ja. Oder man stürmt die ersten Verteidigungslinien unseres Hauptquartiers. Einen Krieg mit den Morkons anzetteln für ein paar Metallplatten? Ich glaube kaum, dass sich der Duke auf so etwas einlässt.
Ein glühendes Brecheisen schlägt er uns in den Nacken, wenn er das hört. Wenn das so ist, kann ich euch kaum weiterhelfen. Na, großartig. Vielen Dank für gar nichts, du Arsch. Verpiss dich bloß, bevor ich dir meinen Stahl zeige. Einen schönen Tag noch. Wie immer, der volle Misserfolg. Jetzt latscht der Idiot auch noch hier auf meine Viecher zu. Das brauchen wir mal gar nicht. Nein. Das ist mein Vieh. Da. Da siehst es mal. Die hat sich mal wieder voll ausgezahlt, die Quest hier. Typischer Duke-Auftrag. Na gut. Da habe ich doch vorher noch irgendwo was rumliegen gesehen, oder nicht? Naja. Naja. Oder eben auch nicht, ja. War das nicht irgendwo hier auch, wo dieser Turm voller Banditen noch war, den ich da verschont habe? Ach ja, und er latscht ins nächste Vieh. Oder auch nicht. Sehr gut. Ob sie sich damals genauso gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Knoblauchbrotrezept, kann man das? Ah ja, hier geht's natürlich nicht. Außerdem habe ich ja natürlich gerade meinen ganzen Knoblauch verbraten hier. Ach, ich könnte dem kleinen Jungen sein Spielzeug mal bringen. Und auch diese Köder ausbringen. In Ignadon. Mittlerweile akzeptiert der Kerl mich. Was für ein Dreck. Tja, das war wohl nichts. Ich hätte nicht wenig Lust, den Kerl einen Kopf kürzer zu machen. Ich glaube, es wäre über kurz oder lang sowieso darauf hinausgelaufen. Woher willst du das wissen? Ich glaube, die Aufträge, die der Duke dir zuteilt, sind allesamt unlösbare Aufgaben. Fängst du schon wieder an mit der Kacke? Dieser Morkon hätte doch nie und nimmer so viel Befestigungsmaterial aus der Grotte herausschaffen können, ohne dass es die restlichen Morkons auf den Plan ruft. Die ganze Nummer ist doch ein Witz. Ja, allerdings. Und er ist noch nicht einmal besonders lustig. Ja. Hat der Duke vielleicht auch mal einen Auftrag für dich, bei dem du am Ende nicht zwangsläufig mit leeren Händen dastehst? Was willst du damit sagen? Anfangs hat er ja gemeint, hier extra Splitterbeschaffung, das mache ich ganz gut. Und dann geht diese ganzen dämlichen Vollidiotenaufträge. Ah, ich weiß nicht, soll ich ihm hier die Mitleidsmeldung reindrücken? Wach mal auf, was meinst du? Er fragt ja, was meinst du damit? Naja. Doof, habe ich gespeichert gerade. Ist ja nichts mehr dazu sagen, die Fakten sprechen für sich. Ja, nehmen wir das. Ich muss dir nichts mehr dazu sagen, die Fakten sprechen für sich. Denk mal darüber nach, was der Typ mit dir macht und vor allem, was er mit dir vorhat. Ja, das werde ich. Und du hältst dich da raus, dass das klar ist. Kein Problem, wir werden ja bald sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Scheiße. Jetzt habe ich gerade gesagt, er akzeptiert mich und schon gebe ich ihm wieder eine falsche Antwort und er
akzeptiert mich nicht mehr. Ach Gott, nee, also wirklich. oh nee, und der letzte Save war 8 Minuten zurück, oder wie? Ach Gott, nee. Wo waren wir denn da? Das ist ja wohl nicht euer Ernst hier. Ach Gott, meine Güte. Mach schon. Akzeptiert mich, ja, so ein Scheiß. Na gut, ich habe andererseits nicht viel erledigt hier. Ja, einfach ein paar Bahnwaggons durchsucht. Ja, tut mir sehr leid, wenn ich das jetzt hier wiederhole. Aber dass der mich sofort wieder weniger mag. Ich will von allen gemocht werden. Oh nein. Außerdem Trank der Eisenhaut, den habe ich vorher liegen lassen. Hat der Duke im Krater nicht schon genug Schrott? Gibt's doch gar nicht. Sehr schön. Es geht hier um stabile Gestänge und starke Metallplatten, um das Gelände, um den Kern unserer Stadt zu verstärken. Da finde ich wenigstens glatt gleich noch einen Konstitutionstrank. Was das für Dinger sind. Was meinst du? Na, diese riesigen Kisten mit Rädern drunter. Wer soll denn solche Karren ziehen können? So, die werde ich auch gleich trinken hier. Ich habe jetzt, glaube ich, nicht nur einen guten Trank dabei. Ah, okay, so kann man sich täuschen. Doch nur der eine. Rein damit. Gut, gut. Warum gerade Morkornstahl? Wenn sich jemand mit stabilen Metallkonstruktionen auskennt, dann sind es wohl die Morkons mit ihren unterirdischen Bauten. Aber was sage ich ihm ansonsten, dass er mir leid tut? Ich dachte, das würde ihm nicht gefallen, wenn ich hier sage, ach, du bist aber... Du tust mir aber leid, du bist so auf den Kopf gefallen, du raffst ja gar nichts. Ich glaube nicht, dass ihm das sehr viel lieber ist, oder? Ich meine, was soll das? Was soll das überhaupt? Da steht er ja rum, der Idiot. Okay, das überspringen wir jetzt mal ganz gekonnt. Naja, das war ja eh schon wieder jede Menge Zeit, wenn man sich das Ganze anhört. So. Dann haben wir da oben das Flattervieh und eine Echse platt gemacht und noch ein Flattervieh. Wo waren denn die anderen? Hm. Das andere Flattervieh war hier oben, ja, aber die Echse. Der ist ja dann vorbeigelatscht. Ich weiß nicht, haben wir hier noch irgendwas Tolles gefunden gehabt? Eher nicht, ne? Hier waren wir drinnen, ja genau. Ich dachte, irgendwo war auch ein Tresor, oder?
An dem bin ich jetzt, glaube ich, vorbeigelatscht. In einem Eisenbahnwaggon. Ich habe gesagt, was es zu sagen gab. Also, verschwinde. Scheiße. Hier stinkt's, wie wenn ich meine Hose ausziehe. Lass uns schnell verschwinden, von dem Geruch wird mir übel. Oh Gott, hier stinkt's, wie wenn ich meine Hose ausziehe. Okay. Ist ja widerlich. So, na gut. Das ist zwar nicht die Echse von vorhin, aber immerhin. Oh, und ein Flugvieh. Eine Mine. Hier war ich aber schon mal. Genau. Latsch mal hier jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Jetzt geht's, Hund! Aha. Wow, fuck! Wieso greifen mich die Morgans hier an? Ach. Das ist die Quest. Da war ich mal mit der... Ach, das ist ja doof. Aber gut, wenn sie angreifen, selber schuld. Da war ich mal mit der Nyra, glaube ich, und habe diese Pläne geklaut, oder? Alter, was soll das? Ah, wieso schlägt er denn nicht? Ist ja unglaublich. Er schlägt nicht, ich weiß nicht. So, gib ihm. Dämlicher Penner, ey. Ob sie sich damals genauso gegenseitig den Schädel eingeschlagen haben? Er hat den einen jetzt da erwischt, ja. Ach ja, euer Pech, ne, dass ich da nochmal vorbeikomme und ihr mich angreift wegen euren bescheuerten Plänen. Ach, da rennt er doch noch rum. Speichern wir mal. Selbst schuld. Audiolog. Jetzt sitze ich hier schon 3 Tage rum. So langsam könnte mal einer den Gefangenen abholen. Der geht mir schon tierisch auf die Nerven. Kann ich jetzt gehen? Ja klar kannst du gehen. Allerdings nur an einen Ort, von dem du nie wiederkehren wirst, Arschloch. Halt, ich kann dich bezahlen.
Ich habe noch genug Splitter. Viele Splitter. Was sagst du? Wie viel? Ein paar hundert. In einer Truhe. Den Schlüssel habe ich bei mir. Dann her damit. Wo ist die Truhe? In der Nähe von einem Sendemast. Im Norden von Tavar. Ich zeig dir den Weg. Nicht nötig. Dann habe ich ja jetzt alles, was ich wissen muss. Aha. Na gut. Ja, ihr Pech. Ach, das hier ist die Echse von vorhin. Sehr gut. Das Knoblauchbrotrezept, genau, das habe ich vorher auch gefunden. Nur der Tresor, da war doch irgendwo ein Tresor noch. Wobei da sicher nichts Weltbewegendes drin war. Bei weitem nicht so gut wie der Trank mit der Konstitution, und vielleicht täusche ich mich auch überhaupt und da war gar kein Tresor, kann auch sein. Ah! Na gut, wir werden uns jetzt dann jedenfalls hier gleich mal wieder verpissen. Tresor hin, Tresor her. Vielleicht am ehesten da, wo der Typ dann davor gestanden ist, kann das sein? Ja, sieht nicht so aus. Ja, dann glaube ich, täusche ich mich eh. Dann war da gar keiner. Hier drin. Nee. Ja gut, dann erledigen wir jetzt nochmal das Gespräch hier mit unserem Genie. Und schauen, ob wir eine bessere Option finden. Das überspringen wir. Wir haben es schon gehört. Ach, schieß dich. Das kann ich nicht sagen. Dann tut er uns eben leid. Wach mal auf. So langsam tust du mir schon ein wenig leid. Wach mal auf, Bulli. Denk mal darüber nach, was der Duke mit dir macht. Und vor allem, was er mit dir vorhat. Ja, das werde ich. Und du hältst dich da raus, dass das klar ist. Kein Problem, wir werden ja bald sehen, wie sich die Sache weiterentwickelt. Scheiße. Das gefällt ihm sehr interessant. Ich würde das eher als Beleidigung auffassen an seiner Stelle, aber... Na gut, sei es drum. Gut, das war der erste, in den wir reingeschaut haben. Was liegt da oben? Naja, nix. Passt schon.
Habe ich hier die... Besser, du hast deine Waffe griffbereit. Besen stehen gelassen. Gut, gut. Na dann. Ja, die Folge ist bald schon wieder zu Ende. Oh nein! Dann gehen wir mal schnell hier. Das Spielzeug abliefern. Das Schnellfliegen ist echt spitze bei dem Spiel. Erinnert euch an eure Strafen. Ach ja. Lasst euren Gefühlen freien Lauf. Spürt den Hass und die Verzweiflung. Ah. Muss das sein? Kann man jetzt dann quatschen mit denen überhaupt, wenn die da gerade nennen? Haltet eure Emotionen unter Kontrolle. Berechnet, was wir gelernt haben und konzentriert euch darauf. Lasst die Emotionen sich wieder abbauen. Vortrag hält. Ich glaube eher nicht, oder? Mal schauen. Ich habe Unterricht, Sir. Ja. Erinnert euch an eure Strafen. Lasst euren Gefühlen freien Lauf. Na gut. Spürt den Hass und... Dann schauen wir in der Zwischenzeit. Ich glaube, hier war das. Die Köder verteilen auf den Tischen für die seltsamen Mutanten. Aktivieren wir die Quests. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah ja, da ist sie ja. Meine Güte. Okay. Gehen wir den Weg da entlang. Passt schon. Oder fliegen wir? Nee, wir gehen den Weg lang. Tote Klerikerpatrouille. Den schnappen wir uns. Gut. Mhm. Na, dann soll schon das hier der Weg sein. Ich war mir nicht ganz sicher. Was liegt denn darum? Es sollte wohl eher Eis sein als Wasser. In der Kälte.
So. Was läuft denn da in der Gegend rum? Kleine Scheiße. Sehr kleine Scheiße. Na, die sind ja lieb. Da, okay. Ach ja, das passt schon. Da hinten ging's zwar auch rauf, aber ich sehe hier das Vieh, also geh mal da lang. Gut, gut. Mehr Elex. Ist immer fein. Ach, da unten stehen Leute rum. Sind das hier Banditen? Ja, es sind Banditen. Riesenschweinerei, sowas. Ich glaube, die holen wir uns schnell, auch wenn es die falsche Richtung ist. Aber... das sieht doch interessant aus hier, ne? Muss ich schon mal sagen. Es sind ein paar, aber das sollte ja nicht allzu schlimm sein. Jetzt gibt's auf die Fresse. Ich hol dich wieder. Na gut, erstmal den hier. Den da. Ach, der hält schon mehr aus. Sehr gut. Und der nächste. So. Gut. Das hätte auch schlimmer laufen können. Ist es aber nicht. Sehr gut. Banditen sind immer gut für ein paar Waffen hier. Da unten stehen noch ein paar bei dem Turm, oder? Nehme ich mal an. Oder sind die jetzt vorher auch schon raufgerannt? Wir werden es gleich sehen. Ne, die sind noch dort. Alles klar. Ist auch nichts. Sehr gut. Dann nehmen wir uns die mal vor und schauen in den Turm rein. Jetzt geht's rund! Pass auf!
nach. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sagt er hier, der Bulli. Der Ärmste muss hier so leiden. Oh nein. Eine Truhe. Ausgezeichnet. Immer her damit. Beschädigter Erlöser, sehr schön. Kann man da außen noch rauffliegen? Ich sehe zwar jetzt von hier auch nichts angezeigt, dass da was liegen wird. Da ging es jedenfalls runter, was auch nicht schlecht ist. Ich flieg da noch schnell hoch. Naja. Okay, das scheint... naja, nichts zu bringen, dort rein zu springen. Nee. Gut, also runter. Na, jetzt dachte ich kurz, da stehen noch welche. Aber nein, das sind nur Puppen. So viele Schlafsäcke. Sehr gut. Sehr schön, kleiner Elextrank. Das ist immer gut. Schneehühnchens. Oh, was ist denn das, verdammt? Das kriegt jetzt eine aufs Maul. Was auch immer es sein mag. Hoffe ich zumindest Chimäre. Jawohl. So soll's sein. Ach, die Folge ist auch schon wieder rum. Dann lassen wir es hier an der Stelle gut sein, liebe Leute. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn es da wieder heißt Let's Play Elex 2. Bis dahin, habt recht viel Spaß, einen schönen Tag noch und bis bald. Tschüss.